Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Schachtechnik auf diesem Kanal. Und heute habe ich eine Stellung rausgesucht aus einem Buch von Eduardas Rosenthalis, einem Großmeister aus Litauen. Ein erfahrener Großmeister, der vor 2 Jahren, glaube ich, ein Buch rausbrachte, The Correct Exchange in the Endgame. In diesem Buch hat er zahlreiche lehrreiche Beispiele gesammelt, in denen er zeigt, wie man Figuren abtauscht im Endspiel, welche Figur man abtauschen sollte und welche nicht. Und ich habe das zum ersten Mal jetzt mal benutzt im Training mit einem meiner jungen Schüler und mir gefiel das folgende Beispiel, das ihr jetzt hier seht. Es ist eine Partie. Es ist eine Stellung aus der Partie Rosenthalis gegen Zoltán Almazsi aus dem Jahre 1996. Also zwei sehr starke Großmeister. Rosenthalis hatte damals über 2600 Elo-Zahl und Zoltán Almazsi damals auch 2650 stark und heutzutage glaube ich sogar um die 27 rum. Also ein sehr, sehr starker Großmeister aus Ungarn. Schauen wir uns die Stellung mal an hier. Schwarz ist am Zug. Weiß zog gerade seinen Turm nach D2. Wir haben jetzt ein Endspiel hier. Beide Seiten haben zwei Leichtfiguren und jeweils einen Turm. Materiell alles ausgeglichen. Beide Seiten 7 Bauern. Profis unter euch erkennen wahrscheinlich so die Struktur. Das ist aus der Abtauschvariante der spanischen Partie entstanden. Denn Weiß hat eine Bauernmehrheit am Königsflügel. Hier mit diesen 4 Bauern gegen die schwarzen 3 Bauern. Und auf der anderen Seite hat Schwarz 4 Bauern gegen 3 Bauern, aber diesen Doppelbauern. Ja, was spricht allerdings hier für Schwarz? Und ich gebe euch mal ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was ihr hier ziehen würde mit Schwarz. Also ich kann euch verraten, Schwarz steht besser. Und jetzt stellt sich die Frage, soll er hier den Turm tauschen oder nicht? Als ich die Stellung zum ersten Mal betrachtete, dachte ich spontan ja und hatte auch schon eine bestimmte Variante im Kopf. Doch dann nach etwas reiflicherem Überlegen stellte ich fest, der Tausch ist ja relativ offensichtlich und wenn ein Autor schon so eine Frage stellt, dann kann man schon selbst auf die Idee kommen, dann eher nicht den Turm zu tauschen, aber wohin mit dem Turm und warum? Schauen wir uns erstmal an, was passiert hier überhaupt, wenn man tauscht. Turm schlägt D2. König schlägt D2. Und ein wichtiges Motiv in dieser Stellung ist, dass der Springer auf C1 vom weißfeldrigen Läufer von Schwarz dominiert werden kann. Wenn Schwarz den Läufer auf C4 entstellt, dann hat der weiße Springer kaum Felder, die er betreten kann. Nichtsdestotrotz müsste er hier raus. Schwarz sollte nehmen und dann sollte er auf das typische Szenario forcieren, guter Springer gegen schlechter Läufer. Dieser Läufer ist schlecht, weil diese beiden Bauern und diese ja auch, alle auf Schwarz stehen. Und dadurch wird der Läufer halt als schlecht definiert, weil er nur seine eigenen Bauern decken kann und überhaupt keine gegnerischen Bauern vernünftig angreifen kann. Wobei man sagen muss, dass diese Bauern ja auch auf Schwarz stehen. Wobei diese Bauern recht mobil sind noch für Schwarz. Allerdings bin ich mir nicht sicher in dieser Stellung. Das war meine erste Variante, die ich hier berechnet hatte, als ich das Beispiel sah. Dass nach C4 Schach, König E6, König E4... Es ist gar nicht so klar, ob Schwarz hier wirklich so viel besser steht. Schwarz steht besser, weil er, wie gesagt, die bessere Leichtfigur hat im Endspiel. Und er verfügt natürlich über einige Ideen hier noch. Allerdings habe ich mir das mit dem Computer noch ein bisschen angeschaut und es ist wirklich nicht klar, ob Schwarz hier auch wirklich auf genug Potenzial hat, das Ganze zu gewinnen. Dementsprechend gehen wir zurück zur Stellung an den Anfang. Und es gibt hier tatsächlich einen besseren Zug. Und die Art und Weise, wie Almazsi diese Stellung behandelt hat, hat mich beeindruckt, weil er die Dynamik hier in den Vordergrund gestellt hat, obwohl es eine relativ statische Stellung ist. Er hat hier nicht den Turm getauscht, sondern er hat Turm E8 gespielt und das ist ein bärenstarker Zug. Und wir werden sehen, was Schwarz für einen Plan verfolgt. Ein Plan ist natürlich erstmal, der Bauer E5 ist schwach und den will er attackieren. Und wir werden sehen, wie er nach und nach mit Schwarz hier seine Figuren so sehr aktiviert, dass der Gegner am Ende in Zugzwang gerät. Okay, König F2 nimmt den König aus der E-Linie, das macht Sinn. Und jetzt folgt wieder dieses zentrale Motiv, und zwar
Schwarz stellt den Läufer nach C4 und dieser Läufer dominiert den Springer auf C1. Und Weiß hat hier große Probleme. Der Bauer auf E5 ist auch zweimal angegriffen. Der logische Zug ist jetzt hier F4. Das hat jetzt auch Weiß gemacht, was sonst? Ansonsten hätte er den Bauern opfern müssen, aber wer opfert hier einfach einen Bauern? Und hier wird deutlich, wie schlecht dieser Läufer plötzlich ist von Weiß. Der ist nämlich eingekerkert hinter seinen eigenen Bauern. Da steht er natürlich sehr schlecht. Und werden sehen, dass Weiß am Ende auch an der Immobilität seiner Leichtfiguren zugrunde gehen wird. Wie geht's hier weiter? Was ist jetzt hier eine typische Umgruppierung für Schwarz? Der Springer auf G6 möchte auf bessere Felder und deswegen spielt Schwarz hier Springer E7. Mit der offensichtlichen Idee, den Springer nach F5 zu bringen. Es ging weiter mit König G1, Springer F5, Läufer F2. Weiß machte Platz für den Läufer. Und jetzt kommt wieder ein ganz, ganz starker Zug. Auf den kommt man nicht so leicht mit Schwarz. Und der zeigt, was für ein tiefes Verständnis der Großmeister mit Schwarz hier für diese Stellung entwickelt hat. Ich gebe euch wieder ein bisschen Zeit, versucht mal selbst auf die Idee zu kommen, wie ihr weiter eure schwarzen Figuren aktivieren könnt. Der Zug ist insofern erstaunlich, weil er die eigene Struktur schwächt. Und der Zug ist hier F6. Ein toller Zug, wie ich finde. Greift den Bauern E5 an, ein weiteres Mal. Und Weiß hat keine Wahl. Er kann den Bauern nicht decken. Der Turm kann nicht nach E2, weil der Läufer das Feld kontrolliert. Er könnte Springer D3 spielen, aber Schwarz würde sofort den Springer tauschen und dann den Bauern auf E5 nehmen. Also nimmt Weiß hier raus. Schwarz nimmt raus. Und jetzt sehen wir, was geschehen ist. Zwar hat Schwarz jetzt eine per Definition schlechtere Bauernstruktur als Weiß sogar, weil er über drei Bauerninseln verfügt, während Weiß über zwei Bauerninseln verfügt. Bauerninseln nennt man im Schach zusammenhängende Bauernketten. Aber dafür hat Schwarz hier enorm aktive Figuren. Alle drei Figuren sind super aktiv, während die weißen Figuren extrem passiv sind. Insbesondere der Springer auf C1, der spielt überhaupt nicht mit. Und Weiß kommt immer mehr in Zugzwang hier. G3. Jetzt verbessert Schwarz noch mehr seinen Springer. Springer H6 mit der Idee nach G4 zu gehen. Weiß hat immerhin seinen König nach G2 gebracht, Springer G4, König G1. Hier steht Schwarz jetzt schon auf Gewinn. Vielleicht gibt es verschiedene Wege, hier den Vorteil zu verwerten, aber ich finde es auch hier wieder sehr, sehr spannend, wie Schwarz vorgegangen ist. Er spielt hier Turm E6. König G2, er geht zurück. Nach Turm D8 wäre genau das gekommen, was in der Partie kam, deswegen spare ich mir jetzt den Zug. Nach König G2 überlädt jetzt hier wieder. Das Buch heißt The Correct Exchange in the Endgame, also der korrekte Abtausch im Endspiel. Und dementsprechend kann man hier auch auf den richtigen Pfad geführt werden. Darüber nachdenken, welche Figur ich hier tauschen möchte mit Schwarz jetzt letztendlich. Könnte jetzt auf die Idee kommen, den Springer gegen den Läufer zu tauschen, aber das wäre natürlich ein Fauxpas, weil der Springer auf G4 ist natürlich ein Monster-Springer, während der Läufer auf F2 eine schwache Figur ist. Ohne Bewegungsfreiraum. Die weiße Figur, die hier das Ganze so ein bisschen zusammenhält, ist dieser Turm hier auf D2. Der kann sich zwar nicht viel bewegen, aber wichtig ist, er kontrolliert hier die zweite Reihe. Verhindert auch, dass der Turm irgendwo eindringen kann. Verhindert auch, dass der König hier reindringen kann, der gerne ja auch mitspielen würde. Deswegen spielte Schwarz hier. Turm erstmal F5, kommt gleich. Ich war schon ein bisschen meiner Zeit voraus. Aber im Endeffekt wiederholen die beiden ein paar Züge. Also Schwarz Läufer C4, Läufer D5. Und jetzt am Ende tauscht er den Turm. Bietet zumindest den Turmtausch an. Weiß kann dem Turmtausch eigentlich nicht aus dem Wege gehen, weil dann der Turm hier eindringen würde nach D2 und den Bauern angreifen würde und den Läufer. Das würde sofort verlieren. Dementsprechend muss Weiß tauschen. Jetzt nimmt Weiß natürlich mit dem C-Bauern.
verbessert seine Struktur und der Plan ist jetzt simpel. Er möchte mit dem König eindringen in die Stellung. Irgendwo hier rein. Und dann eventuell hier, sobald die Felder frei werden. Weiß kann dagegen nichts machen. Läufer G1, König D5, König F3 verhindert erstmal König E4. Jetzt kommt aber Weiß ein Zugzwang durch den ganz simplen Zug B5. Schwarz hatte dieses Tempo noch übrig. Wir sehen, dieser Läufer dominiert den Springer. Der kann nicht wirklich ziehen. Und dieser Springer dominiert diesen Läufer, indem dieser Springer überall auf diese Felder schaut, wo der Läufer hingehen kann. Läufer E3 kam noch. Und jetzt noch ein genauer Zug und die Partie war vorbei. Dann gab Weiß auf. Wir sehen, Schwarz kommt nicht rein mit dem König. Ne, da nicht. Dahin. Da würde er gerne rein. Wie erreichen wir das? Mit einem simplen Schach. Springer H2 Schach. Hier gab Weiß tatsächlich auf in der Partie. Wir gehen aber hier noch ein bisschen weiter. Der König, wenn er zurückgehen würde, um den Springer anzugreifen. Schwarz würde jetzt den Springer nicht wieder zurückziehen, sondern König E4 spielen. Mit Angriff auf diesen Läufer. Und wenn jetzt der König den Springer nimmt, das ist trivial, dann nimmt der König den Läufer. Und dann gewinnt Schwarz sogar den Springer hier, weil dieser überhaupt keine Felder hat. Wie gesagt, der Läufer dominiert ja den Springer. König G2, König E4. Natürlich könnte Weiß hier versuchen, noch den Läufer wegzuziehen. Zum Beispiel dahin. Aber dann würde ich meinen Springer einfach wieder zurückführen und hier den Läufer attackieren. Und letztendlich kommt Weiß so oder so in Zugzwang. Ich finde ein sehr, sehr schönes Beispiel, eine sehr, sehr schöne Stellung für diese Reihe Schachtechnik, weil sie eindrücklich zeigt, wie man Figuren im Endspiel abtauscht, beziehungsweise wie man dynamische Komponenten einsetzt, um ja, statische Vorteile in einen vollen Punkt zu verwandeln. Ich hoffe, das Beispiel war lehrreich für euch und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald hier wiedersehen auf The Big Greek. Macht's gut.